Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Wind Waker. Und ich habe nachgeguckt, tatsächlich, bezüglich diesem Schwertkampftraining. Wir werden das noch weitermachen müssen. Das Ziel ist tatsächlich 1000 zu erreichen. Ich krieg zwar bei 500 die beste Belohnung. 1000 ist einfach bloß nochmal für ein bisschen extra Stuff, aber ihr kennt mich. Ich hol mir die 1000. Und die Sache ist halt folgendermaßen die. Also, ich weiß nicht, wie lang dieses Video ist. Sollte aus irgendeinem Grund dieses Video nicht, keine Ahnung, Schwerttraining oder sowas heißen, dann passiert wahrscheinlich noch mehr als dieses Schwerttraining. Allerdings werde ich jetzt gleich mal vorweg gesagt, in dieser Aufnahmesession wahrscheinlich nichts Besonderes machen. Ich werde dieses Schwerttraining machen, danach werde ich es mehr weiter erkunden und habe mich dazu entschieden, entgegen der Tatsache, dass Watchtime halt auf YouTube alles ist und es sich wahrscheinlich eh keiner angucken wird, werde ich sämtliches Meer und sämtliche Schwerttraining in einen Part jeweils packen. Also das Schwerttraining ein Part, Meer ein Part. Egal wie lange die restliche Meererkundung dauert. Damit praktisch spätestens der übernächste Part mal wieder was passiert. Okay? Okay. Für die Leute, die dieses Meererkunden interessiert, weil ich muss ja auch die komischen Setzlinge finden und sowas. Klar, gerne. Ich werde die Insel natürlich entsprechend besuchen bei der Meererkundung. Also, sofern ich sie besuchen kann schon. Ich werde die Setzlinge noch nicht. Da fällt mir was ein. Kann ich eigentlich diesmal. Oh ja, jetzt diesmal geht's. Okay, diesmal lässt sich mein Ding wieder öffnen. Ich werde die Meererkundung natürlich nicht also ich werde die Setzlinge noch nicht wachsen lassen. Also ich werde das magische Wasser werde ich erst holen, wenn es halt wieder wenn es halt wieder was Eigenes ist. Ich möchte halt bloß die ganzen Orte schon mal finden und sowas. Und ich weiß nicht, wie viel noch sonst auf dem Meer zu tun ist. Außer halt die Orte mit diesen Wirbelstürmen werde ich halt alles dann machen. So, aber jetzt ohne weiteres stellen wir uns dieser Katastrophe von einem Minigame. Im schlimmsten Fall werde ich einfach nur noch einzelne Hits machen. Ich probiere jetzt einfach mal. Ja, es war sowieso schon kacke gelaufen.
weiß auch nicht, ob ich da großartig was kommentieren werde während dieses Trainings. Das ist einfach nur langweiliges Training. Aber da ich strikt dagegen bin, irgendwelche Dinge rauszuschneiden, werde ich das drinnen lassen. Wow, okay. Das akzeptiere ich gar nicht. Ich glaube, ich konnte ihn blocken, ne? Oh ja, stimmt. Das habe ich gelesen. Ich, dummer Idiot, habe das natürlich nie gemacht. Mit Blocken wird es wahrscheinlich viel einfacher sein. Blocken macht das so viel besser. Blocken kann ich das tatsächlich sogar schaffen. Yeah!
Heute haben wir geschafft. Drittel haben wir. Ich sollte wirklich beim Blocken bleiben. Ich dachte mir, da ich ja schon mehr als ein Drittel habe, kann ich ja mal wieder versuchen, die Dinger zu kontern, aber... Ganz schlechte Idee. Die wichtige Belohnung habe ich mir verdient. Jetzt noch für die Nutzlose. Die Hälfte hätten wir geschafft, auf jeden Fall. Crack!
600er Marke hätten wir auch. Da haben wir die dämonischen zwei Drittel. Ich glaube, ich kämpfe schon seit 10 Minuten jetzt gegen den Typen. Das zeigt einfach, wie lange dieser Scheiß dauert. Es dauert also so ca. 12 bis 15 Minuten, um ihn einmal praktisch auf die Tauben zu bringen. Hätten wir auch geschafft. Yeah.
Oh, die letzten 100. Jetzt ist klar, dass ich so ein bisschen Abstand gewinnen, halt theoretisch die Konter leichter ausführen kann. Ja, wir haben es gleich geschafft. 9 Stück noch. 5. Das genügt. Großartig, Osuma. Du hast so viele Treffer gelandet, ich bin gar nicht mehr mit dem Zählen dahergekommen. Es gibt nichts mehr, was ich dich lehren könnte, Meister Osuma. Meister, bitte nimm das hier an. Okay, damit haben wir unser Herzteil. Schon lange hatte ich keinen solchen Spaß mehr. Mein linker Arm ist ganz top geworden. Meister, hast du keinen Krampf in deinem linken Zeigefinger? Ich hätte dieses Herzteil auch gekriegt, wenn ich bei 500 gewesen wäre. Aber es ist interessant zu wissen, dass ich nicht nur, dass wenn ich eine Belohnung überspringe, er mir praktisch nicht die Belohnung für 1000 gibt. Das wären 200 Rubine gewesen, nur für die Information. Ist mir auch ehrlich gesagt egal. Nun, Meister Osuma, wie wär's mit einem Schaukampf? Schaukampf heißt? Bitte sag mir nicht, dass ich nochmal den Mist machen muss. Nun denn, Meister Osuma. Betrachte mich als echten Gegner und kämpfe mit vollem Einsatz. Das ist dasselbe, oder? Dann lass mich mal vorbei. Nennt er mich jetzt nochmal Meister? Ja. Gut. Und hey, es passt doch ganz gut in den Part. 27 Minuten.